Ali, hallo, hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Valheim. Schön, dass ihr am Start seid. Wir machen in der Folge noch ein bisschen weiter mit dem Boden. Ich weiß, es ist etwas langweilig, aber ich würde das ja gerne fertig haben. Und wenn wir das fertiggestellt haben, machen wir uns auf den Weg zum knochigen Wanst und werden ihm mal seinen Wanst ein bisschen knochig wansten. Genauso und nicht anders. Ich bin mal gespannt, ob wir es schaffen beim ersten Mal. Ich hoffe sehr, weil ich habe eigentlich gar keinen Bock zu sterben. Es ist in dem Spiel aber auch so schlimm, wenn man stirbt, ne? Bei anderen Spielen ist meistens die Auswirkung nicht so riesig groß. Aber wenn man hier gleich immer 10% seiner Fähigkeiten verliert, das ist schon immer ganz schön ekelhaft. Deswegen geben wir natürlich unser Bestes. Oh, wir müssen mal noch ein Möhrchen futtern. Wir müssen uns dann eh noch ein bisschen ausrüsten, bevor wir zum... Huch, das wollte ich nicht. Zum Knochenwanst machen müssen wir, glaube ich, noch mal ein paar Süppchen kochen. Köcheln lassen, so rum. Und generell nochmal durchgucken. Pfeile brauchen wir an sich nicht. Der Hirsch zur Trümmerer ist dabei. Können wir damit eigentlich auch Stein abbauen? Nicht wirklich. Okay, alter Scheiße, das hat ganz schön ganz schön Dings gekostet, Ausdauer. So, jetzt haben wir wieder das richtige Werkzeug. Das war doof von mir, hätte ich nicht tun sollen. Ja, noch ein bisschen mal schauen nach den ganzen Lebensmitteln. Dass wir da gut ausgerüstet sind, dann generell das Inventar mal etwas leeren. Und dann wird das eh eine relativ lange Bootsfahrt. Also vielleicht noch eine Bravo mitnehmen oder so. Sonst wird es halt ganz schön langweilig, ne? Wie sieht's denn aus? 286 Kilo, sehr viel können wir eh nicht mehr nehmen. Ich glaube, einmal können wir noch... So, dann machen wir zurück. Wir müssten es ja bald geschafft haben. Weiß nicht, von hier nervt mich dieses Vordach schon wieder, weil es halt nicht denselben Winkel hat. Ach, ich bin mir da so unsicher. Irgendwie passt es nicht zusammen, aber ich finde, wenn man hier so nah dran steht, da sieht es eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir lassen das auf jeden Fall erstmal so. Wir brauchen idealerweise erstmal einen besseren Ort für die Dinger hier, also für den Schmelzofen und den ganzen Kack. Das muss irgendwo mal noch ein bisschen schöner verbaut werden. So, wir brauchen den Hammer. Wir brauchen Steinböden da unten. Und ich glaube, wir müssen vorher erstmal wieder ordentlich hacken. Sonst passt das hier nämlich alles überhaupt nicht rein. Denkt ihr, das passt schon? Wir müssten ja eigentlich auch idealerweise dann hier drunter. Wenn ich das hier so... Das sieht schon mal gut aus. Aber jetzt wird das hier hinten nicht passen. Snap das ein. Ich nicht, da müssen wir dann die Treppe noch wegreißen. Ne, das war nicht ganz richtig. Jetzt. Da guckt schon wieder ein Stück Erde raus. Ach, kommt schon. Wir machen jetzt erstmal den ganzen Boden hier weg. Wahnsinn, ne? Hat sich fast über 3 Folgen gezogen. Einfach nur... Hoffen wir, hier bricht jetzt nichts ein. Einfach nur, um den Boden mal zu ersetzen. Aber es sieht dann definitiv schon um einiges cooler aus. Das war es mir dann doch wert. Außerdem haben wir so lange schon den Steinmetz und wir haben ihn nie benutzt. Dabei habe ich mich so viele Folgen drauf gefreut, wenn wir uns den endlich leisten können. Das nächste Haus werden wir dann auch so ein bisschen aus Stein und Holz bauen. Einerseits können wir dann höher bauen. Und es ist auch generell stabiler. Ich lese halt immer wieder von Stürmen, die kommen sollen. Dass es da irgendwas einreißt, aber ehrlich gesagt habe ich noch nie was davon gesehen. Beziehungsweise selber erlebt. Ich lese es halt immer nur. Na komm. Ist das jetzt noch blau? Ist das alles blau? Ja, ist alles Fundament. Das passt. Du noch da dran. Du hier dran. Sind wir wahrscheinlich eh gleich wieder leer, was die Steine angeht. Hier hin. Nee, das ist... Ja. Passt. Dorthin. Sehr cool. Die Ecke fertig. Dann müssen wir hier nochmal ein bisschen die Erde gleich rausklopfen und dann ist es bloß noch das kleine Stück hier hinten. Na, das lief doch mal ganz gut. Sieht schon etwas fortschrittlicher aus. So, ihr beiden noch weg. Dann müssen wir nochmal ein bisschen hacken. Ach, das freut mich wirklich sehr, dass diese ganze... Ja, das ganze Boden einebnen, das Terraforming sozusagen, dass das alles ein bisschen verbessert wurde. Das war nämlich schon ganz schön Sackgang. So, wir müssen hier die Treppe mal wegschmeißen.
Sonst kommen wir hier nicht ordentlich hinter. Und du noch? Ach, komm schon, du schaffst das. Jawohl. Und hier, das Ding können wir mal noch kurz wegreißen und gehen hier auch nochmal mit der Hacke rein. So, jetzt müsste es passen. Mal gucken, wie viele Steinchens wir uns noch leisten können. Ich glaube nicht mehr viele. Ganz reichen wird es wahrscheinlich nicht. Sag nicht, wir schaffen das. Bleibt bestimmt eins übrig. Wollen wir... Ah, zwei. Okay. Dann gehen wir nochmal ganz kurz Steinchen sammeln. Ah, dann haben wir es doch. Dann hauen wir hier bloß noch ein bisschen die Erde raus. Und guckt euch mal an, wie cool das aussieht. Also mir gefällt es wirklich sehr. Ich wäre hier diese Dings da. Der Steinmetz muss natürlich noch weg. Der stört jetzt ein bisschen im Bild. Aber ansonsten ist es schon ganz cool. So, jetzt habe ich zu blöd rumgeguckt und bin falsch gelaufen. Dann springen wir schnell hier rüber. Krallen uns hier den nächsten Stein. Wir haben zurzeit echt viel Glück mit dem Wetter, muss ich sagen. Wir hatten ja echt ein ganz paar Folgen, wo jeden Tag nur so extrem Gewitter war oder Nebel, Regen. Das ist dann echt immer gleich ein bisschen nerviger. Es macht viel mehr Spaß, hier Steine zu klopfen, wenn die Sonne scheint. Ich will euch nichts. Ihr könnt ruhig weiterlaufen. Oh, wir müssen auch mal wieder zu unseren Schweinchens. Wir müssen eh dahin, weil wir ja noch Möhrchensuppe kochen wollen. Dann müssen wir auch da nochmal Hallo sagen. Wir haben noch nicht ein einziges davon geschlachtet, ne? Brauchen wir halt auch nicht. Wir haben echt genügend davon. Genügend Fleisch in den Kisten versteckt. Aber der eigentliche Gedanke dahinter, dort eine Zucht hinzumachen, dass wir nie wieder Fleischprobleme haben, der wurde so nicht ganz erfüllt. Naja. So, was müssen wir hier noch wegreißen? Liegen hier überhaupt schon Steine? Hier liegen noch gar keine. Das heißt, hier können wir einfach... Na doch, da, der war schon da. Aber der noch nicht. Legen wir den jetzt rein. Ja, das sieht gut aus. Dann die beiden hier. Nochmal eben weg. Wir kriegen ja genauso viel wieder, ne? Ja, passt. Ja, das war klar. So. So, ich hoffe mal, es war nicht zu viel. Aber ist noch alles blau? Ist noch alles blau. So, dann reißen wir euch nochmal weg. Dann gibt es ja auch nochmal eine von oben. Ah, müsste glaube ich schon passen. Jep, sieht gut aus. Ah, hier hinten auch noch einer. Wird ja immer mehr. So, sieht auch gut aus. Und dann brauchen wir bloß noch hier und hier. Haben wir es jetzt. Hier guckt noch ein kleines Stück Erde raus. Aber ansonsten sieht es eigentlich ganz geil aus, ne? Jo, ich würde sagen, das kleine Stück hier noch und dann haben wir es endlich geschafft. Hat echt eine ganze Weile gedauert. Kostet halt aber auch alles extrem viel Stein. So, wir haben es. Dann können wir jetzt auch direkt das Teil wegreißen, weil das sieht einfach richtig doof aus hier drin. Und schaut es euch mal an. Ist doch ganz cool geworden. Ich meine, die Bodenplatten sind halt alle schräg rum, aber das soll halt so sein. Wir sind ja hier nicht im 21. Jahrhundert. Aber das macht schon ein bisschen was her. Bringt einfach nochmal eine andere Farbe mit in den Raum. Oben können wir ja Dings lassen. Da brauchen wir jetzt keinen Stein hinmachen. Wir müssen bloß die Treppe wieder schnell hinbauen. War das die? Ja. So. Und dann haben wir unseren ersten Steinboden. Coole Sache. Ich weiß nicht, haben wir noch ein bisschen Holz einstecken? Eigentlich ja das Ding hier noch vorantreiben wollte. Passt das von der Höhe? Mal ein kleines Stück höher. Erstmal mittig setzen und zack. Hä? Der verarscht mich. Seht ihr das? Jetzt. Zu hoch. Ach. Jetzt. Ja, ist okay. Kleines Stückchen höher ist es. Und dann machen wir hier noch einen hin. So. Das ist ein ganz schönes Stück zu hoch. Wir sind generell sehr hoch gekommen. Rechts ist viel, viel tiefer. Jetzt passt es rechts mit der Höhe, aber hier drüben nicht. Moment, wir müssen das nochmal anpassen. Tut mir leid, aber wenn, dann soll es gleich ordentlich werden. Weil sonst sage ich, ich mache das später nochmal schön und dann bleibt das wieder 80 Folgen lang unberührt. Deswegen machen wir es lieber gleich. Ja, ungefähr, ne? Ist okay. Sieht doch auch gleich nochmal eine Nummer schöner aus. Cool, das haben wir.
Man könnte eigentlich auch überlegen, wir hier überall offen lassen, dass man es von allen Seiten sieht. Rein vom Rauch her dürfte es ja nichts ausmachen. Ich glaube, das ist auch nochmal eine Nummer schöner. So, wo haben wir es? Hier haben wir es. Wir hatten das andersrum dran. Richtig, richtig. So. So. Na. Und so? Nein, was mache ich denn? Wie gefällt es mir denn besser? Ne, so sehen wir das Feuer. So sehen wir es nicht. Ob das Holz gleich reinfliegt und deswegen das Feuer länger brennt? Ich glaube kaum, ne? So, wir machen diesen. Dann haben wir das. Ist doch cool, dann kann man durchgucken und so sehen wir es jetzt einfach von allen Seiten. Fällt mir das besser? Ich glaube ja. Wir könnten mal noch gucken, ob wir noch einen Balken unten mit dranlegen, dass das so ein bisschen... Ja, weiß nicht, wie nennt man es denn? Sah mir so ein bisschen nackig aus unten. Ja, so ist doch schön. Perfekt, da haben wir das auch geschafft. Wo sind wir denn? 11 Minuten haben wir schon zusammen. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal in die alte Basis. Müssen auch hier mal das Beet wieder bepflanzen. Und gucken in der alten Basis mal, ob wir uns noch ein paar Süppchen kochen können. Dafür brauchen wir auf jeden Fall Pilze. Und eigentlich auch Mörlis. Jetzt ist die Frage, haben wir hier gar keine Mörlis mehr? Dann müssen wir aber auf jeden Fall in der alten Basis Mörlis haben. Und ich glaube, ich hatte hier letztens auszusehen das Portal weggerissen. Kann das sein? Ich glaube, das kann durchaus sein. Dann brauchen wir einmal Edelholz. Wir brauchen 2 davon. Und wir brauchen Grauzwergenaugen. Ach, jetzt tragen wir schon wieder zu viel. Mal kurz, wir hauen... die Kiste ist voll. Hol mal die Steine und das normale Holz raus. Habe ich hier irgendwo... Hier hatte ich das reingepackt, ne? Ja. Na gut, wir brauchen noch Grauzwergenaugen. Waren das 20 Stück oder 10? Ich glaube 20, ne? Muss ich nochmal eben schnell gucken. Ne, 10. Gut, wir haben alles zusammen. Packen wir das Ding... Ja, ich glaube, ich habe es wieder falsch gesetzt, ne? Oder? Ja, ich glaube schon. Wie haben wir das genannt? Bloß Basis, oder? Ich hoffe. Ja, es steht falsch rum, jetzt leuchtet es. Naja. Was habe ich denn noch einstecken? Wir haben noch Metall einstecken. Gibt's doch gar nicht. Wollen wir das nächste Mal wieder richtig, ne? Da haben wir es wieder. Mal gucken, in welcher Folge ich es dann irgendwann mal schaffe, das Ding wieder richtig rumzustellen. Aber ich gebe mir Mühe, dass wir das zeitnah schaffen werden. So, was ist mit euch los? Hier liegen immer noch Pilze rum. Sind das weniger geworden? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ich glaube, es wird einfach nicht mehr. Entweder haben wir das Maximale erreicht, aber ich dachte eigentlich, dass das mehr ist. Hier, Leute, es gibt mal noch 4 Pilzis für euch. Lasst es euch schmecken. Dann gehen wir nochmal ganz schnell alles reparieren. Und wir gucken mal. Mörlis haben noch gefehlt. Also ich wollte Karottensuppe. Wir brauchen noch Mörlis. Dann müssen die ja aber eigentlich hier sein. Wir hatten doch ganz viele. 2 Stück. Habe ich die wirklich alle wieder verpflanzt? Ich dachte halt auch eigentlich, dass wir erst uns ganz viele Süppchen gekocht haben. Die alle schon wieder verspeist? Oder habe ich die in irgendeine Kiste geworfen? Aber hier sieht es erstmal nicht danach aus. Als wäre hier irgendwas. Gut, dann müssen wir doch nochmal zurück in die neue Basis. Ach, wenn man sich alles merken würde. Dann wäre das Spiel um einiges einfacher. Aber so viele Items, wie man hat und immer irgendwo hin und her jongliert, dadurch, dass das Inventar halt auch so klein ist. Also ich finde, Inventar könnte man wirklich wenigstens noch eine Reihe mehr hinzufügen. Es ist immer so schnell voll. Das ist manchmal schon ganz schön ärgerlich. So, jetzt müssen wir mal schauen. Guck jetzt mal ganz kurz diese Kisten durch, wo ich immer einfach alles reinwerf. Aber es sieht nicht danach aus. Wir haben hier halt bloß ein Mörli. Aber, na gut, doch, wir brauchen eine richtige Karotte, um dann Samen draus zu produzieren, ne?
Ja gut, dann können wir nicht drum herum. Wir müssen leider nochmal Möhrchen anpflanzen. Und uns die Zeit ein bisschen vertreiben. Wo ich denn den Flug? Hier ist er. Weil ohne Möhrchensuppe gehe ich definitiv nicht zum Knochenwanst. Weiß nicht, hatten wir hier noch eine Kiste stehen? Nee, die habe ich auch abgebaut und da drüben ist nur die Kohle drin. Komisch. Entweder habe ich die wirklich alle komplett verpflanzt. Dass wir uns so viele Samen draus gemacht haben. Oder die lungern doch noch in irgendeiner Kiste rum. Aber auf jeden Fall brauchen wir Möhrlis, ansonsten können wir nicht zum Knochenwanst. Tut mir leid, dann machen wir jetzt hier doch nochmal eine Pflanzaktion. Und werden uns dann mal nächste Folge vielleicht noch um Deko kümmern oder wir gehen nochmal in den Sumpf, mal schauen. Aber wir müssen auf jeden Fall warten, bis die Möhrchen fertig gereift sind. Ich guck dann mal, wenn die Folge vorbei ist, nochmal fix die Truhen und alles durch, dass wir das jetzt nicht unbedingt machen müssen. Ob ich es vielleicht doch noch irgendwo finde. So, das Feld ist gepflanzt, das haut hin. Es ist schon wieder ganz schön dunkel und hässlich. Wir haben auch kaum noch Lebensmittel einstecken. Wir können jetzt eigentlich mal direkt an die ganzen Fackeln überall mal 4 Harz reinwerfen. Dass das hier einfach mal durchgehend brennt und wir nicht andauernd uns darum kümmern müssen. Ich nicht hier auch welche hingebaut? Hä? Die habe ich wahrscheinlich weggerissen beim Boden. Als ich den Boden gemacht habe. Dann bauen wir schnell wieder welche hin. Aber ich werde wahrscheinlich kein Holz mehr einstecken haben. Richtig. Hey, hat doch gut geklappt. Wie es immer so ist. Nee, das ist gutes Holz. Wir brauchen normales Holz. Ist das normales Holz? Ja. Wo haben wir euch Fackeln? Hier sind sie, Standholzfackel. Dort eine hin. Und hier nochmal eine hin. Können auch gleich mal oben noch welche basteln. Hier eine. Ach, kein Harz mehr. Guck doch mal an meine Kisten. Dann erzähl mir mal, dass ich kein Harz mehr habe. Ich habe kein Harz mehr, verdammt. Hä? Was denn damit passiert? Na gut, dann ist es halt so. So, wir machen jetzt erstmal unser Inventar leer. Jetzt mal das Holz hier rein, dann haben wir hier oben noch den ganzen Spaß, das war's, wir können die nächsten Schwänze gleich mal noch grillen gehen, dann hatten wir irgendwo Samen, das haben wir hier und die Pilze würde ich mir ganz gerne aufheben. Für Dings schon, ihr weißt schon, für die Möhrchensuppe. So, wir haben hier überall noch Nixenschwanz und wir haben noch normales Fleisch. Dann hauen wir das jetzt alles auf den Grill, grillen das noch fix durch, dann ist die Folge erstmal zu Ende. Dann gehe ich nochmal auf die Suche, ob ich irgendwo... und jetzt habe ich das Holz wieder weggepackt. Ob ich noch irgendwo Möhrchen finde. Wenn ja, können wir nächste Folge zum Knochenwanst. Wenn nein, dann müssen wir uns in der nächsten Folge noch ein bisschen die Zeit vertreiben. Und, hä? Ich habe das Tor offen gelassen. Das Hausfriedensbruch. Verschwinden Sie von meinem Grundstück. So. Ja, dann gehe ich nochmal auf die Suche. Vielleicht finde ich was, dann können wir eher zum Knochi. Und wenn nicht, dann nicht. So, wir brauchen hier einmal Feuer drin. Mann, mach doch. Ich will nicht kochen. Jetzt. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Das geht ja zum Glück mittlerweile alles relativ fix. Ich habe auch das Gefühl, als wäre der Boden auch so gerader geworden. Oder kommt mir das nur so vor? Was ist denn da hinten? Ja, hol meine Werkbank kaputt. Habe ich Pfeile? Naja, ich habe keine Pfeile. Naja, er darf. So, einmal einsammeln bitte. Nimm's doch mit. Dann hängen wir nochmal alles voll. Und das war's schon. Ging doch schneller als gedacht. Hä? Ah, der kam jetzt wahrscheinlich durchs Wasser, ne? So ein riesen Berserker kommt auf einmal von der Seite an.
Das ist echt Mist, weil ich habe das Gefühl, dass wir zeitnah wieder einen Überfall kriegen werden. Weil uns hat es echt lange nicht mehr erwischt. Dieser ganze Zaun und alles drum und dran bringt überhaupt nichts, wenn die dann einfach dort durchs Wasser laufen. Wir müssen echt mal gucken, wie wir das am besten machen. So, nochmal her damit. Und damit haben wir schon wieder 16 gekochte Fleisch und die nächsten Schwänze. Hauen wir uns mal hier oben drauf. Ja, dann machen wir an der Stelle erstmal Schluss mit der Folge. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Mörlis, dass wir nächste Folge loslegen können. Und ansonsten gucken wir mal, dass wir hier vielleicht noch ein bisschen was verschönern oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Morgen 19 Uhr geht's weiter. Bis dahin. Macht's gut.